Guten Morgen. Guten Morgen. Oh Gott. Ja, auf Reisen ist das Haarefärben etwas schwieriger. Dementsprechend habe ich eine neue Hair Transformation gestartet. Jetzt in Weiß, Grau, Silber. Oben wird es auch noch heller, aber es dauert noch ein bisschen. Naja, egal. Der Plan für heute. Wir haben uns jetzt entschlossen, nach Hilo zu fahren, uns die Stadt ein bisschen anzuschauen. Soll auch so ein Farmers Market geben, also vielleicht günstiges Obst, mal schauen, ein gutes. Und im Anschluss gibt es hier in der Gegend so ein paar Wasserfälle, die wir uns noch anschauen wollen, der Rainbow Falls und ja, mal schauen. Es gibt da so einen Steppark mit einem Wasserfall. Ja, wir haben uns gedacht, so für unseren ersten Tag hier auf Hawaii oder auf Big Island, lassen wir es mal ein bisschen ruhiger angehen und schauen einfach mal, was die Landschaft so zu bieten hat. Genau. Haben jetzt auch relativ lange geschlafen, glaube ich, aber nach der doch etwas langen Anreise ist das, glaube ich, normal. Ja, ich glaube, wir haben ja so an die 10 Stunden geschlafen. Was natürlich trotz, also wir sind relativ früh ins Bett, also ich glaube, es war dann irgendwie 6:30, als wir aufgestanden sind. Also haben wir vielleicht 19 Stunden geschlafen. Aber das, glaube ich, passt ja. Für uns ist es viel. Ja, okay. Dann legen wir mal los, oder? Ja, fahren wir los. Auf geht's. Wir sind in Hilo angekommen, müssen aber noch kurz im Auto campieren, denn es hat zu regnen angefangen. Ah, das macht eigentlich nichts. Weil es trotzdem verdammt warm ist und echt angenehm. Also ja, mega angenehm. Das ist schon cool. Ja, und dann schauen wir zu dem Farmers Market. Farmers Market. Der hat normalerweise Mittwoch und samstags ja größer auf. Das sind anscheinend mehr Stände. Jetzt ist heute Sonntag. Vielleicht ist nicht der perfekte Zeitpunkt, auch generell für die Stadt, weil manches schon zu hat, aber dafür ist weniger los. Und wenn es uns hier sowieso nicht gefällt, dann passt es. Und wenn es mega cool ist, dann kommen wir vielleicht nochmal her. Schauen wir mal. Ja, wir sind ja noch ein bisschen hier auf der Insel. Ist der erste Tag. Wir waren jetzt gerade auf dem Hilo Farmers Market, war eigentlich ganz interessant, relativ kleiner Markt, aber es gibt Dragonfruits, ziemlich cool, sind zwar jetzt auch nicht ganz billig, also für die haben wir jetzt 4 Dollar gezahlt, dafür waren die Papaya günstiger, da hat man 3 Stück für 2 Dollar bekommen, sind bei uns ja doch etwas teurer. Oh, die schauen einfach so geil aus.
wachsen sogar wieder Monsteras und Elefantenohren an den Bäumen. Fast wie im Dschungel. Wir waren jetzt kurz bei den Rainbow Falls. Amerikamäßig Parkplatz hinstellen, keine 100 Meter gehen und der Wasserfall ist da. Also relativ entspannt die Nummer. Der Wasserfall war an sich schön. Ist nichts wahnsinnig Spektakuläres, aber die Landschaft außenrum umso interessanter eigentlich mit, wie heißen es, Elefantenohren. Ja, erinnert uns voll an Dschungel, wo wir vor ein paar Wochen waren. Hier ist das halt einfach so neben der Straße alles. Und jetzt sind wir ein Stück weiter gefahren und haben diesen Baum hier entdeckt. Das sieht einfach so unwirklich aus. Das ist echt krass. Also auf dem Video, das sieht man gar nicht so, wie es in echt ist, aber... Es ist gigantisch. Könnte man auch gut klettern. Und vor allem bildet das oben also wie so ein Dach und überall hängen die Lianen runter. Also es ist schon sehr cool. Ja, und auf die Bäume wachsen halt dann immer irgendwelche Pflanzen und so Kletterpflanzen und so Zeug. Also das ist schon echt richtig, richtig cool. Weiter zu den nächsten Wasserfällen. Wir stehen jetzt wieder mitten im Grünen. Allein das ist schon der Eintritt wert. Wir sind jetzt im AKK State Park. AKK. Es ist schwer, dass es wirklich so heißt, deswegen muss ich immer überlegen. Hier gibt es wieder einen Wasserfall. Es sollte ein noch etwas höherer Wasserfall sein. Man hört es wahrscheinlich sogar schon, ja. Und generell, also landschaftlich sehr, sehr, sehr schön. Ja, wir sind gerade erst runtergegangen, also wir werden uns jetzt hier noch ein bisschen umschauen. Es gibt hier so einen Circle Walk, also man kann hier einmal so eine kleine Runde gehen, hier so die Stufen runter und dann eben auf der anderen Seite wieder rauf. Kostet $5 Eintritt pro Person. Haben wir uns gegönnt. Ja, muss man übrigens mit Kreditkarte zahlen. Ja, nichts mehr mit Cash, so kein wie in Cash. Südamerika. Und ja, wenn man außerhalb des Parks parkt, kostet es keine Parkgebühren. Wenn man zum Parkplatz fährt, $10, also sollte man sich überlegen. Also außerhalb des Parks sind 10 Meter vor der Schranke. Also ja, das ist auch erlaubt, also ist kein Problem. Ist machbar. Thank you.
Es gibt schon Candy Corn. Super. Wir sind jetzt wieder in unserem Airbnb zurück, waren jetzt noch auf dem Weg im Target zum ersten Mal und im Walmart, haben noch ein paar Zutaten für unser Abendessen gekauft, haben Salat gekauft und Paprika, Dressing auch, ja. Tomaten gab es leider nicht, beziehungsweise nur etwas unzufriedenstellende, aber beim nächsten Mal dann. Die Auswahl passt an sich schon. Ja, und dann sind wir jetzt wieder zurückgefahren. Da war das Wetter dann richtig krass, hat es in Strömen geregnet. Aber heute den ganzen Tag hat es immer mal wieder geregnet. Dann war es wieder trocken oder halt einigermaßen trocken. Aber ich glaube, das ist hier einfach auf der Insel so. Deswegen ist es auch so grün. Ja, aber es ist ja trotzdem immer voll warm. Also es macht eigentlich gar nichts aus. Ja, ansonsten werden wir heute noch ein bisschen Videos weiterschneiden. Blog aktualisieren, damit der auch mal wieder einigermaßen aktuell ist und noch einen Plan für morgen entwickeln. Vielleicht geht es ja morgen dann zum Volcanoes National Park oder einfach mal so ein bisschen an den Strand. Genau. Wenn das Wetter auch dazu passt. Und also ich glaube, wir finden sicher noch viele schöne Beschäftigungen hier. Sind ja auch noch erst ganz kurz da. War jetzt heute mal ein guter Start, so mit Hilo und den Wasserfällen. Sehr coole Landschaft. Ja, echt cool. Aber es gibt noch viel zu entdecken hier. Dann bis morgen. Ciao, ciao.